Willkommen zurück bei Elite Dangerous. Hier haben wir in der letzten Folge aufgehört, gerade ins Ausrüstungsmenü rein, um eventuell den Franchise-Antrieb mal ein bisschen aufzuwerten. Die sind dann allerdings schon recht teuer, wie wir das gerade sehen. Für 18.000 würde ich den 3D tatsächlich wahrscheinlich mal kaufen. Das würde schon ein bisschen was gut machen auf alle Fälle. Genau, den tauschen wir mal aus. So, erstes FSA-Upgrade überhaupt auf dem Account. Gut, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben mit den Leistungssteigerern. Hatte ich mir dann das System hier rausgesucht. LHS 2430, um die dort eventuell zu verkaufen. Und ich suche aber das System LHS 304. Ich frage mich, wo das hier sein soll. Da unten, okay. Das ist aber Militär und Raffinerie. Vielleicht braucht das Militärsystem das sogar häufiger. Na gut, wir hatten ja aber das System hier oben. Und jetzt können wir mit dem neuen FSA-Antrieb, letzte Folge waren das 5 Tonnen, die wir hätten mitnehmen können, um bei einem Sprung zu bleiben. Jetzt sind es schon 11 Tonnen, 12, 13. Ehrlich? Nee. Okay, 24 Tonnen geht noch nicht. Aber 21 Tonnen? Okay, wenn ich bis 21 Tonnen gehe, können wir das mit einem Sprung mal machen. Und mal gucken, dass wir das da verkaufen können. Halt. So, Raffinerie, Industrie, Raffinerie, Industrie. Alles. Das hat gar keinen Warenmarkt, okay. Na gut, wahrscheinlich wirklich. Na, jetzt geht's. So, das heißt, bis 21 Tonnen kein Problem. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal, wenn es denn überhaupt vom Geld her klappt. Reicht gar nicht. Reicht gar nicht. Ich kann eh bloß 11 Tonnen kaufen. Kaufen wir die Leistungssteigerer mal und versuchen die mal dort gewinnbringend loszuwerden, wenn da auch so um die 1000 Credits jetzt rauskommen, wäre das schon gar nicht so verkehrt. Da das ja angeblich ein System ist, wo wir die auch gut verkaufen können. Das ist eigentlich so der Optimalfall, wenn man irgendwo ein System hat, wo man, wie jetzt auf das System, wo wir gerade sind, zum Beispiel Gold, Silber, Palladium, irgendwie was in der Richtung, irgendwelche Metalle verkaufen kann und in der anderen Station, die wir jetzt anfliegen, zurücknehmen oder zurück dann diese Leistungssteigerer oder Vorläufer zählen. Das ist dann immer oft so zwischen Abbausystem und Hightech-System, die beiden Sachen, die man da gut miteinander kombinieren kann. Und da drüben, was ich auch in der letzten Folge angesprochen hatte, machen wir auch noch, aber da wir hier sowieso nochmal her zurückfliegen, machen wir das jetzt nicht, sondern später. Jetzt will ich erstmal wissen, ob wir hier eine kleine schöne Handelsroute hinkriegen. Levi Terminal, okay. Wird auch langsam ein bisschen viel mit den mit den Lesezeichen. So. Dann speichere ich mir wenigstens mal die ab, die oben oder mit einer 1 versehen, die dann auch oben angezeigt werden, damit ich das selber ein bisschen besser im Blick habe. Handock. Ha, na sowas. Kumpel von mir heißt mit Nachname Hahn. Oh, Zustand Krieg. Aber keine Abriegelung, oder? Das wäre natürlich jetzt ganz schlecht, wenn es hier eine Abriegelung gäbe, dass wir auf den Warenmarkt nicht zugreifen können. Okay, ja, wahrscheinlich, nee, dürfte keinen Einfluss weiter haben. Hoffe ich jetzt einfach mal.
ähnliche Situation. Die sind auch recht nah beieinander hier, die beiden. Die sind sogar beide landbar. Aber, ja, doch. Oh, die Textur nachgeladen. Ein bisschen weiter entfernt voneinander. Beziehungsweise, ja, hier ist nicht so groß. Ui, aber die Station ist recht nah dran, oder? Kommt mir das bloß so vor. Nö, 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 die ist schon recht nah dran. Allerdings leider auf der Schattenseite. Na gut. Habe ich das Zeug überhaupt mitgenommen? Gott sei Dank. Dann wäre nicht das erste Mal, dass ich losfliege und dann einfach keine Waren gekauft habe. Merkt man dann erst, wenn man im Zielsystem angekommen ist und dort die Waren verkaufen möchte. Ach, habe ich gerade nicht gelesen. Ja, Lopilator. War nochmal von dem Livestream vom Dienstagabend. Ja, das war sehr geil. Ich wollte die Szenen nochmal einzeln hochladen auf YouTube, aber YouTube lässt mir das nicht zu, dass ich die Videodatei von meinem eigenen Livestream runterladen kann. Das geht manchmal, das geht nicht immer. Diesmal geht es nicht. Ich könnte das zwar über ein externes Tool runterladen, aber dann wäre die Qualität scheiße. Aber ist egal. Wer das sehen möchte, was da los war am Livestream Dienstag, der kann sich den vom Dienstag einfach mal angucken. Und ab Stunde 2 geht das dann los. So ungefähr 20, 25 Minuten ab Stunde 2. Als wir im Holomi-Modus waren. So, wer sich fragt, warum da viel gelacht wurde. Warnmarkt. Gut, dann gucken wir mal, wo sind sie denn? Oh, hier, sehr geil. 7.500, das ist echt super. Das ist wirklich geil. Sehr schön. Okay, wenn wir jetzt noch was Gescheites mit zurücknehmen können. Ah, verdammt. Ja, das ist halt wieder jetzt schade. Die haben jetzt hier nichts. Vielleicht Computerteile, aber pff. Das bringt nichts, wenn ich hier sowas kaufe. Das, ich weiß nicht, Lithium vielleicht. Naja, oder irgendwas von dem Kram, aber auch da sind keine großen Sprünge zu erwarten. Überlebensausrüstung, das könnten wir wahrscheinlich wieder mitnehmen. GD-140, genau, das ist das System, wo wir gleich auch hinwollen. Also Überlebensausrüstung könnten wir mitnehmen, da hätten wir doch wenigstens etwas. Und der ganze Rest hier, was noch vor Ort ist, nee, brauchen wir nicht. So, bis zu 21 Tonnen nehmen wir jetzt mal mit. Das reicht nämlich gerade so für die Reichweite, dass wir mit einem Sprung wieder zurückkommen. Das heißt, wir haben noch eine Reichweite von 9,65 Lichtjahren und das Zielsystem ist wie weit entfernt? Halt. 9,65. Okay, das, ja, das reicht gerade so. Sehr schön. Also, die Leistungssteigerer können wir hierhin schon mal sehr, sehr gut verkaufen. Handock. So, den werde ich direkt mal als 2... Also hierhin kann man sich dann auch machen, um sich das zu merken. Leistungssteigerer. So, das hier verkaufen bringt viel Geld. Wenn wir jetzt halt noch ein anderes System finden. Na gut, beziehungsweise müsste hier an dem Warenport oder an dem Warenmarkt müsste es was anderes geben. Sprich irgendwelche Metalle oder so, was sich dann noch mehr lohnen wird. Aber es wird sich so wahrscheinlich schon ein bisschen lohnen, dadurch, dass wir dann vielleicht nach der Rückkehr auch ein paar Tonnen mehr mitnehmen können. Wir haben jetzt 21 Tonnen dabei, mal gucken, wenn da, ich glaube, wir hatten da mal 160 Credits oder so plus mitgemacht in einem anderen System schon mal. Mal gucken, was hier rauskommt. Ich vermute nicht so viel mehr, wenn überhaupt, also... Ich hoffe, wir machen überhaupt ein bisschen Gewinn.
Ich habe vorhin mal, ich habe das dieses Jahr schon eigentlich schon zwei oder dreimal gemacht, aber davor viele, viele Jahre nicht. Habe ich mal meine Heizung entlüftet hier in meiner Wohnung. Meine Fresse. Also, da kam heute noch mal so viel Luft raus, echt unfassbar. Da braucht man kann das auch mit einem, es gibt so einen Heizungsentlüftungsschlüssel, der kostet irgendwie auf Amazon 1 € oder so, habe ich mir mal einen bestellt. Man kann das auch mit anderen Werkzeugen machen, ist aber ein bisschen umständlicher. Und mit dem kleinen Ding, was halt echt nicht viel kostet, ist das eine ganz, ganz entspannte Sache. Und da kam so viel Luft schon wieder raus. Ich verstehe mal gar nicht, wie da so viel Luft reinkommen kann. Obwohl ich das erst vor einem halben Jahr oder so das letzte Mal gemacht hatte. Aber also seitdem, ich habe die vorhin auf 1 gestellt. Da war es so warm dann hier drin nach ein paar Minuten. Echt unfassbar. Ich weiß nicht, ob man das im Jahr öfter machen muss. Wer da Ahnung vielleicht hat bei Heizungsentlüftungen, wäre ich sehr dankbar. Zumindest funktionieren sie jetzt erstmal wieder. Also das macht schon eine Menge aus, wenn man mal denkt, die Heizung funktioniert nicht, dann einfach mal entlüften. Das hilft schon enorm, wie ich heute feststellen musste. Müssen wir dann später mal gucken, ob wir die Ingenieure überhaupt mit nutzen können. Für je nachdem, was die für Bedingungen haben. Also wenn die halt Bedingungen haben, mit irgendjemandem abschließen oder so ein Kram, dann wird es nichts, weil wir das hier einfach nicht machen. Können uns ja gleich mal in der Ingenieursliste umschauen. Aber ich glaube, die erste, die will irgendwie bloß, weiß ich nicht, war das was mit einer gewissen Anzahl an verschiedenen Marktkontakten, die man hat? Oder irgendwie 500 Lichtjahre weit weg vom Stadtzentrum? Irgendwie sowas, das wäre ja kein Problem, das kriegt man hin. Boah, also der Sound der kleinen Adder, wenn die sich dreht, ist ja genial. Oder anhält. Oder es funktioniert irgendwas nicht und ich habe hier B-Ware bekommen. Ach, guck mal, bringt sogar ein bisschen mehr, 230 pro Tonne. Das ist natürlich nicht verkehrt. Da machen wir auch auf dem Rückflug wenigstens knapp 5.500. So, dann machen wir das wieder. Sind sie denn die Leistungssteigerer? 21 Tonnen, halt. Okay, kann E plus 14 kaufen. So, dann brauchen wir bloß wieder hierhin. Leistungssteigerer ab. Und Levi Terminal sind halt die anderen Teile, die wir gerade verkauft haben. Ändere ich jetzt nicht ab. Gibt da eh nichts anderes, was wir hier herliefern können. Ah, das ist noch eine. Schauen gleich mal bei den Ingenieuren, wenn wir im Superkurs unterwegs sind zur Zielstation. Aber das halt später bei den großen Schiffen dann irgendwie mitmachen, da mal bei einer Ingenieurin oder so vorbeifliegen. Um den FSA halt wenigstens ein bisschen noch aufzuwerten. Mindestens Rang Speer, das ist schon mal schlecht. 300 Lichtjahre vom Ort entfernt, okay, das kriegen wir hin. Bei der anderen, das schaffen wir. Na, wenn wir natürlich 21 Tonnen, was derzeit halt, wie gesagt, ich rechne gerade mit der 21 statt der 24 wegen dem einen Sprung, weil so wie wir über 21 Tonnen mit haben, sind es halt nicht plus zwei oder drei Sprünge, sondern irgendwie 6, 7, 8, was dann schon wieder vom Zeit-Gewinn-Verhältnis her zu keiner Relation steht, als wenn ich halt einfach 2, 3 Tonnen weniger mitnehme. Ja, wenn wir dann 21 Tonnen mitnehmen können, dann ist das schon eine ganze Menge Profit auf einmal, die wir da machen.
Und dann geht es auch wieder gut vorwärts mit den Gewinnen. Und wenn wir das dann einmal hingekriegt haben, noch ein paar Mal hin und her geflogen sind und dann uns auch nochmal einen neuen Frameshift-Antrieb leisten können, können wir dann auch nochmal überlegen, oder werden wir wahrscheinlich auch wieder woanders hinfliegen, um einfach, ja, dass man beide Routen gut bedienen kann. Entweder man kann eine Route so gut bedienen, dass die irgendwie 2000 Profit oder so pro Tonne abwirft, dann ist es überhaupt kein Problem oder nicht schlimm. Wenn dann der Rückflug nur wenig bringt, wie jetzt hier in dem Fall der Rückflug, der bringt ja auch bloß wenig. Aber dass man da irgendwie versucht, noch ein angenehmeres, eine angenehmere Handelsroute oder eine profitablere zu finden. Ah, 19.000 Profit schon. Da können wir schon wieder einige Leistung, drei Leistungssteigerer mehr kaufen nachher für den Rückweg, vielleicht sogar vier. Dann wohl eher plus drei, oder? Ja, mal schauen. Ja, 3 oder 4 Tonnen können wir dann nachher mehr mitnehmen bei der nächsten Route. Sind schon wieder bei 108.000 und fliegen wir gleich wieder zurück. Puh, wo war denn der Kram? Hier, Überlebensausrüstung. Da wieder 21 Tonnen. Na, das ist halt gleich so viele Sprünge mehr. Ja, vielleicht reicht da der nächstbeste schon, dass man da die Route dann noch mit einem Sprung fliegen könnte. Aber wenn der nächste Frameshift-Antrieb, ich glaube, ja, da kostet dann schon einiges wieder mehr. So, und wieder zurück. Wir fliegen nochmal hin, fliegen nochmal zurück, fliegen nochmal hin. Und dann denke ich mal, reicht's für heute. Mal gucken, dann kriegen wir wahrscheinlich vielleicht schon, ja, so an die 20 Tonnen voll, die wir dann auch wieder transportieren können, endlich mal. Also, die hier meinte ich vorhin, die Elvira Martuk, genau, derzeit 42 von 300 Lichtjahren entfernt vom Startpunkt. Genau, das kriegen wir hin. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Wobei wir vielleicht einfach, wir bräuchten vielleicht jetzt für die Route, um 24 Tonnen rüber schleppen zu können, gar keinen neuen Frameshift-Antrieb, sondern einfach ein anderes Modul von E auf D upgraden, das heißt auf Leichtbau, um da nochmal ein bisschen Gewicht zu sparen, um ja, dann doch irgendwie die 24 Tonnen rüber zu schleppen, ohne ein FSA kaufen zu müssen.
So. So, und raus mit dem Zeug. Leistungssteigerer. Wie viel kriegen wir diesmal mit? Ah, 18. Immerhin. Wird langsam. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Wir dürfen eh nicht mehr viel haben. 1755. Okay, lass uns wieder hinfliegen. Halt. Huch. Dem wollen wir uns nicht anlegen. Man könnte natürlich auch hier mit... Achso, hier ist schon der kleine Bivellen-Schildgenerator drin. Stimmt. Den hatten wir schon gefunden, glücklicherweise. Dass ich mit einem Einer-Schild rumfliegen kann und kein Zweier-Schild brauche. Na gut. Dann hat sich das erübrigt, was ich sagen wollte. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich den höchsten Profit erstmal einfahren können. Höchste Einzeleinnahme, das war gerade, also der letzte Flug zu dem Zielhafen jetzt wieder. 18.956, jetzt dürfte es mehr werden. Oh, da will mich eventuell jemand abfangen. Das ist natürlich nicht so nett. Zumindest wer Bayer da links oben schreibt das, aber ich sehe gerade gar keinen. Du hast eine Orca und einen Sicherheitsdienst. Kommt schon mal vor, dass da zwar jemand was schreibt, aber dass einem niemand angezeigt wird. Glück gehabt. Also langsam, denke ich mal, kommen wir dann auch in die Gefilde, dass da so ein paar böse Piraten auf uns aufmerksam werden und uns ans Leder wollen. Oder an die Rumpfhülle. Ah, shit. Fuck, ich muss mir mal Düppel einbauen. Die kosten doch nicht viel. Oh Gott, bitte lass mich abhauen. Bitte. Eine kleine Igel. Ich hab zwar ein... Ja, scheiße, ich habe halt echt bloß einen kleinen Schildgenerator weg. Gut, die ist 2 Kilometer weg. Ich kann nochmal boosten. Und wir können auch wieder abhauen. Doch, komm, echt jetzt. Hat uns wieder 5-mal Blichtsekunden weggesetzt. Ihr Dreckschwein, ich war kurz vorm Landeanflug. Das ist manchmal so mies, wenn es einen dann so weit wieder wegzieht. So, ich flieg mal einen kleinen Bogen, einen kleinen Kreis. Kann mal ein bisschen helfen, wenn man da nervigerweise öfter hintereinander abgefangen wird, dass man nicht einfach direkt wieder nach dem Eintritt in den Supercruise gerade auf das Ziel losfliegt, sondern nochmal so eine kleine Kurve, die dann ja der NPC auch erstmal nehmen müsste. Naja, mal schauen.
Das ist das gesuchte Raumschiff, die fette Beute. Na, wieder derselbe von gerade eben. Hau bloß ab. Also hinter mir ist gerade niemand. Theoretisch kann mich gerade noch keiner abfangen. Da vor uns fliegt jemand rum. Das ist der Abfänger. Jetzt gebe ich mal Vollschub in der Hoffnung. Er dreht gleich hinter uns. Och, Glück gehabt. Könnte aber sein, dass der hier auch nochmal reindroppt. Okay, Gott sei Dank nicht. Puh, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ja, ich glaube, so langsam müsste ich mir dann auch mal Düppel einbauen. Huch, da ist er. Das miese Schwein. Fürchte mich. Na los, pack deine Waffen aus und kriegst von der Station hier ein paar gedonnert. Das war zu weit. So. Na, fast. Ungefähr geraten, wie weit ich zu weit geflogen bin. Oder wie viel ich zu weit geflogen bin. Moment. Oh, grüß dich, Erdbeerblau. Das ist auch ein schöner Name. Erdbeerblau? Blaue Erdbeeren? Muss ich nachher mal googeln. Gibt es bestimmt irgendwo. So. Neuer Rekordgewinn von 24.372. Nice. Sehr schön. So. Und nochmal zurück. Schwirrt er hier noch rum? Nee. Ah, der ist wieder weg. Mal schauen, vielleicht verfolgt er uns hier wieder zurück in das System. Na, ich glaube nicht. Wir hatten gestern schon beim Livestream, also für mich ist es jetzt immer noch gestern, hatten wir ja auch mit der Sidewinder, war das noch, eine Corvette Feuerschutz gegeben, also Geleitschutz. Hat sich auch keiner an uns rangetraut. Ich jetzt, also wundert mich eh, dass uns jetzt hier jemand abgefangen hat. Ich meine, er sieht ja das Commander-Bild, ne? Schreibt keiner was? Nee, das ist von vorher noch. Fürchte mich. Nein. Gab mal eine Zeit lang, ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr, gab es mal wirklich so penetrante Piraten, die einem nicht bloß ein-, zweimal hinterhergesprungen sind, sondern teilweise hunderte Lichtjahre. Dass man dann mal so einen am Hinterkleben hatte. Die waren dann natürlich weg nach dem neuen Einloggen, aber ich hatte es auch mal, das war mit irgendeinem Explorer-Schiff schon ewig her, dass mir da irgendwie 200, 300 Lichtjahre jemand hinterhergesprungen ist. Immer wieder und immer wieder hat er versucht, mich abzufangen. Gut, letzter Landeanflug für heute.
Sehr gut. Weg damit. Und weg damit. Sehr schön. Jo, Spitze. 143. Haben wir heute nochmal einiges geschafft. 19% vom Handelsrang. Kommt vielleicht jetzt nochmal ein 1% Pünktchen drauf. Aber wir können schon wieder ein bisschen mehr leisten jetzt. Und wir schauen mal in die Ausrüstung beim nächsten Mal rein. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende ist noch nicht. Ist erst morgen. Morgen ist Freitag. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.